Sie sind als Faktencheckerin tätig für Medien und für Social-Media-Unternehmen. Wie kommt man zu dem Beruf Faktenchecker? Ja, man ist entweder mittelloser Student im 15. Jurasemester oder man wurde als Politiker in seinem Wahlkreis nicht aufgestellt oder man ist angetan von seiner eigenen Kompetenz in einer Art göttlichen Allwissenheit zu entscheiden, was richtig ist und was falsch. Also bei mir war es Letzteres. Als Faktencheckerin führen Sie bei bestimmten Informationen Faktenchecks durch und beurteilen dann, ob die Aussage wahr ist. Trauen Sie Menschen nicht zu, sich selbst ein Urteil zu bilden, was richtig und was falsch ist? Absolut nicht. Leute sind zu dumm für eigenständiges Denken. Darum übernehmen wir das Denken für Sie. Wir prüfen für Sie und zeigen Ihnen, wie Sie zu denken haben. Das klingt ziemlich bevormundend. Lassen Sie mich das checken. Das ist eine falsche Information. Menschen fühlen sich dadurch nicht belehrt, sondern beschützt. Das ist wichtig, besonders in Zeiten einer Pandemie. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn aus, welche Informationen Sie von welchen Personen Fakten checken? Ja, also Christian Drosten oder Karl Lauterbach, das sind so glaubwürdige Leute. Die Fakten checken wir natürlich nicht. Oder Ihren Monsieur Berset in der Schweiz. Ansonsten ist es unser Job, check, 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 check. Naja, auch ein Karl Lauterbach lag schon falsch. Er hatte einst falsche Altersangaben zu Corona-Intensivpatienten gemacht, wie Tim Röhn bei Welt schreibt. Leute waren deutlich älter, als er behauptete. Wäre das dort nicht auch ein Punkt zum Korrigieren gewesen? Aussagen, die Ängste der Menschen bestätigen, die checken wir prinzipiell nicht. In einem anderen Fall hat ein Covid-19-Simulator Inzidenzen vorausgesagt, die nicht eintrafen, die viel höher waren als die tatsächlichen. Werte. Auch da haben Sie keinen Faktencheck gemacht. Ja, Aussagen, die eine erzieherische Wirkung auf die Menschen haben, die überprüfen wir auch nicht. Aber sie stimmen ja nicht. Das ist mir doch egal. Bloß weil etwas nicht stimmt, von dem wir Faktenchecker annehmen, dass es genauso gut stimmen könnte, ist das doch kein Grund für uns, den Sachverhalt zu checken. Schauen Sie, gerade bei Corona gilt, ein Faktencheck am falschen Ort kann dazu führen, dass Leute weniger in Panik geraten und weniger Maßnahmen gegen das Virus verhängt werden. Das wäre für uns alle, die wir jetzt bald 2 Jahre lang unter dem Nicht-Lockdown leiden, fatal. Okay, aber mit Verlaub, ein neutraler Faktencheck geht anders. Also ich meine da herauszuhören, dass Sie denken, wir werten Aussagen irgendwie nach unserem Gutdünken. Fakten sind nun mal Fakten und sind nun mal Wahrheiten. Und gerade zu Corona-Fragen gibt es ja nur die eine Wahrheit. Und wir Faktenchecker, wir haben uns dazu ja gegenseitig gefaktcheckt. Und wenn wir so falsch liegen würden, wie Sie da jetzt andeuten, warum sind wir dann ausnahmslos alle zum selben Schluss gekommen? Verstehen Sie mich nicht falsch, Faktenchecks halte ich für eine sehr sinnvolle Sache, um gegen Fake News vorzugehen. Aber jetzt gerade bei Corona herrscht ja selbst unter Wissenschaftlern nicht immer Konsens. Gerade neulich wurde ja wegen angeblich falscher Behauptungen ein Video des Biologieprofessors Brad Weinstein von YouTube gelöscht. Jetzt, wie kann es denn sein, dass Prüfer eines Tech-Giganten es besser wissen als Biologen? Ja, da wir Faktenchecker ja von den allermeisten Themen keine Ahnung, also wirklich null Ahnung haben, lassen wir die Informationen von uns nahestehenden, glaubwürdigen Experten aus Politik und Wissenschaft überprüfen. Aber Sie haben doch überhaupt... Ja, und bestätigen diese Personen unsere Thesen, wissen wir, dass wir mit unseren neutralen Beurteilungen goldrichtig liegen. Mit Verlaub, aber mein Eindruck ist, dass Ihre Neutralität nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Also was haben Sie eigentlich für ein Problem mit Faktencheckern? Also ich halte es für problematisch, dass es für Leute, die jetzt da nicht hingehen und all ihre Einschätzungen genau analysieren oder wie das Resultat zustande kam, dass es bei diesen Leuten den Eindruck erweckt, als würde da völlig unabhängig entschieden, ob etwas stimmt oder nicht. Und das Resultat jetzt allgemein gültig ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Faktenchecker interpretieren ja auch nur. Diese Aussage klassifiziere ich als eine völlig falsche Information.
Das Wall Street Journal, das hat in einem Artikel über Corona und Faktenchecker geschrieben, Facebook habe Überprüfer aus dem linken Spektrum angestellt, um die wissenschaftliche Debatte zu begrenzen. Ich zitiere, Social-Media-Giganten fügen vermehrt falsche Faktenchecks hinzu und entfernen Artikel ohne Begründung. Die Faktenchecker würden einfach Studien herauspicken, die ihre eigenen Ansichten unterstützen. Sie verkaufen ihre Meinung als Tatsachen, um Wissenschaftler verstummen zu lassen, die andere Ansichten haben. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, den man ja häufiger hört? Linkes Spektrum? Also bei uns im Recherchenetzwerk sind wir alle politisch völlig neutral. Joshua, Sophie und Noah, ja, wir waren früher alle mal bei den Users, aber heute sind wir definitiv in keiner Partei. Denn dann wären wir ja nicht unabhängig da. Wir sind verantwortungsbewusst. Naja, wie verantwortungsbewusst ist es denn, wenn soziale Netzwerke ihre Einschätzung nutzen, um dann gewisse Posts als falsch zu markieren, sodass der Post im Feed dann herabgesetzt wird und die Reichweite von ja, bestimmten Informationen in ihrer Sichtbarkeit begrenzt werden? Da liegt doch genau das Problem mit den Faktencheckern, wie das Wall Street Journal es ja richtig schreibt. Ihr Urteil wird wie als Legitimation genommen, um andere Meinungen stumm zu schalten. Das kann gesellschaftliche Debatten völlig verzerren. Die Kernaussagen dieser Informationen sind faktisch unzutreffend. Sie geben also nicht zu, dass Sie bei einer Thematik einfach von 5 Studien die eine nehmen, die jetzt zu Ihrem Narrativ passt, obwohl man je nachdem mit einer anderen Studie zu einem ganz unterschiedlichen Ergebnis gelangen könnte? Ach, damit können die Leute schon umgehen. Und ja, wenn es 5 Studien gibt, wir müssen ja eine nehmen, dann picken wir die heraus, die für uns am meisten Sinn ergibt. Wir haben ja alle unsere Präferenzen. Aber dann sind Sie ja genauso voreingenommen wie jemand, der einen inkorrekten Artikel schreibt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Unser Verantwortungsbewusstsein verpflichtet uns Faktenchecker, aber zu politischer Unabhängigkeit. Wir sind definitiv keiner Partei verpflichtend. Wer finanziert denn Ihre Arbeit? Ja, auch da sind wir total transparent. Wir finanzieren uns durch Spenden von großen Unternehmen, die unsere Arbeit sehr schätzen, wie Pfizer und BioNTech, unabhängige Konzerne. Aber da besteht doch ein Interessenskonflikt, wenn nicht notwendigerweise. Wir tragen keinen Konflikt an Interessen in uns. Denn unser ganzes Interesse geht ja immer nur in eine Richtung.